Russland macht, wurde schon kommentiert. Und wenn er das jetzt weltweit durchdrücken will, oh mein Gott. Dabei war er es gerade jetzt an der Zeit, nach 40 Jahren Bombenschwach, an einem Krieg, der allein die USA 1 Billion $ gekostet hat, umzudenken. Dass es diese Minderheit in Deutschland gibt, das hat die Emden-Umfrage jüngst gezeigt, aber auch international, zum Beispiel auf der letzten Welt-AIDS-Konferenz wurde klar gesagt, was ihr dort tut, ist menschenverachtend, das sorgt dafür, dass sich HIV ausbreitet, das sorgt dafür, dass kranke Menschen keine Behandlung bekommen und dagegen müssen wir antreten. Deswegen rufe ich euch alle auf, hier in Deutschland, speziell in Berlin für nächstes Jahr, lasst uns zusammen in einem breiten Bündnis für die Legalisierung streiten und für die Entkriminalisierung aller Konsumenten. Dankeschön. Herzlich willkommen auf der Abschlusskundgebung der Ahnenparade. Ich muss euch sagen, es war ein absolut geiles Bild, euch neben dem Reichstag vorbeilaufen zu sehen. Tausend Dank, dass ihr heute hergekommen seid. Ich weiß, dass die meisten von... Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, von mir auch erstmal aufrichtiges Dank an Jermaine, an dich, an deine Lieder und auch von euch nochmal einen Sonderapplaus. Das hier, kennt ihr die Mega-Faust? Ganja Man ist definitiv Mega-Spree. Mega-Spree steht für die kreative Stadt. Mega-Spree steht für das, was Berlin ausmacht. Und das wollen wir erhalten. Hans hat uns erzählt, dass es notwendig ist, politisch zu arbeiten. Steffen hat uns viel erzählt. Aber die Frage ist, wie organisieren wir uns? Wie organisieren wir unsere Arbeit? Denn es ist Arbeit. Es ist ganz konkrete Arbeit, politisch was zu bewirken. Wir Bürger haben es in der Hand. Denn wir Bürger wählen. Wenn wir wählen, dann geben wir zwar unsere Stimme ab, aber für mich als Aktivisten heißt es nicht, dass ich meine Stimme verliere. Stimme abgeben heißt nicht Stimme verlieren. Wir müssen in den 4 Jahren von Wahl zu Wahl, müssen wir konkret arbeiten. Wir Bürger! Megafaust. Sie steht für kreativen Kampf. Und wie ich in der Schule war, da habe ich gelernt, unsere Demokratie besteht aus der Exekutive, der Legislative und der Judikative. Später habe ich gelernt, es gibt eine vierte Macht im Staat. Die vierte Macht, das ist die Presse. Dann habe ich gelernt, es gibt eine fünfte Macht. Das ist der Lobbyismus. Den Lobbyismus, den Hans vorhin beschrieben hat, den die Pharmaindustrie mit vielen Millionen Euro bezahlt. So, jetzt guckt euch das an. 5 Finger. Kann das im Gleichgewicht sein? Ja, wir müssen das Gleichgewicht wiederherstellen. Wir brauchen den 6. Wir müssen den Politikern und der Presse, wir müssen allen zeigen, wo der Hammer hängt. Wir müssen das klar machen und wir müssen die Arbeit leisten. Megaspree hat sich aufgestellt. Megaspree hat sich aufgestellt als Bündnis aus Clubs, politischen Initiativen, die teils nur für eine Straße arbeiten. Ja? Nämlich gegen die A100. Ja, eine Autobahn, die gebaut werden soll, ja, die 3,4 Kilometer lang ist, die 440 Millionen Euro kosten soll. 440 Millionen. Ist mir komplett unklar. Ich brauche die nicht für mich, aber ich kann viel damit anfangen. Ja, brauchen wir wirklich so eine Autobahn? Eben. Was wir brauchen, ist vernünftige Bildung. Was wir brauchen, ist Gesundheitsvorsorge. Was wir brauchen, ist in der Drogenarbeit Aufklärung.
erzählen, was wirklich geht. Mit Druck. Nicht jeder Joint ist spurlos an mir vorbeigegangen. Aber wird er mir glauben? Wird er seinem alten Vater glauben? Nein. Er braucht Hilfe. Er braucht Unterstützung, ja, wenn er selber mal anfängt, Drogen zu nehmen. Man muss klar darüber reden, ja, welche Schäden Drogen anrichten können. Und das können sie. Das kann Alkohol, das können Zigaretten. Ich habe Leute getroffen mit Raucherbeinen. Das kann Kiffen natürlich auch. Coca-Cola. Ich wünsche mir, und ich habe mir, wie ich hier den Redebeitrag bekommen habe, wusste ich, bin einer der letzten Redner. Da war die Frage, mit wem habe ich es zu tun? Und da habe ich gedacht, okay, entweder sind es die Hardcore-Kiffer oder es sind die Hardcore-Aktivisten. Ich hoffe, dass ich hier einen Haufen zukünftiger Aktivisten sehe. Leute, die sich in ihren Bezirken stark machen, die sich in ihrer Straße stark machen, die sich im Bezirk stark machen und die wie wir Megaspray eine Demonstration auf die Beine stellen, die wie die Hanfparade eine Demonstration auf die Beine stellen. Wie wir im Plenum gesessen haben, wir haben ein Jahr gearbeitet und unsere entscheidungsfindende Plattform ist das Gremium. Da kam die Frage auf, wie jetzt? Hanfparade ist Bündnispartner? Na klar, politisch müssen wir zusammenarbeiten. Und selbstverständlich ist Megaspray für Cannabis als Weltkultur. Ein wichtiger weiterer Partner, Bündnispartner, ist die Fuck Parade. Die Fuck Parade wird es in genau 14 Tagen geben. Und ich rufe auf, euch zu beteiligen, auf die Straße zu gehen, kreativen, bunten Protest zu machen. Ich rufe auf, nächstes Jahr bei der Megaspray-Demo dabei zu sein. Ich rufe auf, sich bei Megaspray zu engagieren, zum Plenum zu kommen, in den Arbeitsgruppen mitzuarbeiten und konkret zu unterstützen, euer Ding zu machen. Denn hier, 150 Meter weiter, da sitzen die Leute, die wir bezahlen. Ich danke euch. Check für meine Physik, immer turnen to a doctor, make a quick analysis. Wie noch mal sehen, ist ja Diagnosis, war mal das Leben. Aber so ein bisschen Christ, die mein Leben. Die Schülerinnen und Schüler darauf geben können,
kann nur lauten, mit uns nicht, vom Bleistift bis zum Tafelwerk. Volle Lehr- und Lernmittelfreiheit für alle, finanziert durch Besteuerung der Reichen und der Unternehmen. Und auch das Bildungssystem an sich lässt keine Alternative zum Protest. Die massenhafte soziale Selektion durch die Aufteilung in Hauptschule, Realschule und Gymnasium zeigt uns die widerwärtige Doppelmoral des bürgerlichen Staates. Während uns ununterbrochen eingetrichtert wird, dass in Deutschland alle die gleichen Chancen haben und es nur an uns liegt, auf welche Schule wir gehen und welche Zukunft wir damit haben, gibt es bis jetzt keine einzige Studie, die nicht das Gegenteil beweist. Durch das dreigliedrige Schulsystem werden wir nach der 6. Klasse gnadenlos aufgeteilt. Schülerinnen und Schüler aus sozial schwachen Familien werden dabei genauso systematisch auf Haupt- und Realschule verwiesen wie Schülerinnen mit Migrationshintergrund, Schüler mit Behinderung oder Schüler proletarischer Herkunft. Und auch hier glänzt der rot-rote Senat mal wieder durch konsequenten Klassenverrat. Denn anstatt die von uns seit Jahren geforderte Schule für alle einzuführen, beschränken sich SPD und Linkspartei darauf, das System etwas anzupassen und einfach in zwei Schulsysteme aufzuteilen. Am Gymnasium wird dabei nichts geändert. Nur Haupt- und Realschule werden zusammengelegt. Und wie das vonstatten geht, Schülerinnen und Schüler, wie das vonstatten geht, konnten wir in den letzten Monaten beobachten. Lehrerstellen werden weggestrichen, Schulen geschlossen und auf andere verteilt, und die Klassen werden vergrößert. Doch auch die Gymnasiasten unter uns sind von Kürzung. Ein ganzes Jahr hat man uns gekürzt. Das sogenannte G8-Abitur, welches uns dazu zwingt, den Stoff von 9 in 8 Jahren zu lernen, soll uns schneller zu nicht nachdenkenden Arbeitszombies mutieren lassen. Freizeit, keine Chance. Das Abitur ist heute nur noch unter riesigem Leistungsdruck zu bewältigen und bietet uns schon einen Vorgeschmack auf eventuell anschließende Bachelor-Studien.